Armin von Körf.de auf der IFA in Berlin. Ich bin jetzt bei Arkos am Stand und die haben eine Menge neuer Smartphones und ein Tablet vorgestellt. Die gucken wir uns jetzt der Reihe nach mal an. Das Besondere an diesen Geräten sage ich gleich vorweg. Die bieten eine Menge zusätzliches Zubehör, bieten gute Spezifikationen und kosten sehr, sehr wenig. Also Schnäppchenjäger, aufgepasst. Wir fangen mal hier an mit dem Arkos 40 Cäsium. Das ist ein 4 Zoll Display, wie der Name eben die 40 schon preisgibt. Und wie ihr am Display seht, das ist ein Windows 8. Phone. Sieht sehr schick aus, ist sehr kompakt, hat hier auch so Wechselcover, also man kann da auch ein gelbes oder ein schwarzes dann noch drauf machen, die werden auch mitgeliefert und das kostet sagenhafte 79 Euro, wenn es dann im Oktober auf den Markt kommt. So, dann haben wir hier daneben, das ist das neue Android-Flaggschiff, das ist das 50, jetzt muss ich gucken, B Platinum. Das hat ein 5 Zoll Display, daher die 50. Die Auflösung ist unter HD, 960 x 540 Bildpunkte sind das. Wir haben auf der Rückseite eine 8 Megapixel Kamera. Das Besondere ist, auf der Vorderseite haben wir eine 2 Megapixel Kamera und das seht ihr hier, einen LED-Blitz. Das Ganze ist also ein Selfie-Phone. Selfies liegen ja weiterhin im Trend und damit könnt ihr euch eben auch in schwummigeren Umgebungen dann sehr schön selber fotografieren. Im Inneren haben wir noch einen 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor von MediaTek. Und auch hier gibt es schöne Wechselcover, die mitgeliefert werden. 8 GB SD-Karte ist auch noch dabei. Also man kann sein Gerät dann out of the box entweder pink oder schwarz oder eben blau machen. Und es kommt auch noch so ein durchsichtiges Sleeve mit. Also es gibt eine Menge Mehrwert, wenn man das Gerät kauft für, Achtung, günstige 129 Euro. Und das ist sogar schon ab Mitte September voraussichtlich in Deutschland erhältlich. Wem 5 Zoll zu groß sind und er es lieber etwas kompakter mag, der schaut sich vielleicht das 45C Platinum an. Das hat eben ein 4,5 Zoll Display. Die Auflösung ist ein bisschen kleiner mit, jetzt muss ich gucken, dass ich meine eigene Schrift, die Notizen, die ich mir gemacht habe, 845 x 480 Bildpunkte. Der Prozessor ist der gleiche, also auch der 1,3 GHz Quad-Core von MediaTek. Wir haben auch eine 2-Megapixel-Kamera vorne, hinten halt nur eine 5-Megapixel-Kamera, also etwas kompakter. Auch hier gibt es Wechselcover in Blau und in Pink. Kommen auch einfach so, werden so mitgeliefert. Ansonsten gefällt mir hier übrigens überhaupt diese etwas angeraute, rubberized Rückseite. Sieht sehr gut aus, auch hier oben. Das finde ich sehr schön designt. Und das Gerät ist noch ein bisschen günstiger. Das wird wohl im Oktober erscheinen und kostet dann nur 109 Euro. So, und jetzt haben wir noch ein Highlight. Und das ist das neue Archos 101 Oxygen Tablet. 10 Zoll Full HD Display, im Inneren 1,8 GHz Quad-Core Prozessor, eine 5 Megapixel Kamera auf der Rückseite, was ich übrigens sehr gut finde. Ihr seht, das hat zig Anschlüsse hier oben. Also wir haben einen HDMI-Out, wir haben einen USB-Anschluss, wir haben einen USB-Anschluss, der sogar hostfähig ist. Also da könnt ihr eben auch eine Festplatte zum Beispiel anschließen. Wir haben einen Micro-SD-Karten-Slot und das ist hier alles so schön beschrieben. Also man weiß immer, wo man da eigentlich gerade ist und man sieht hier eben auch eine 5 Megapixel Kamera und eine Besonderheit. Auch auf der Vorderseite haben wir Frontlautsprecher, Stereo-Lautsprecher. Das ist ja was gerade bei einem Tablet, das sich zum Medienkonsum ja total eignet, sowieso sehr, sehr praktisch ist. Das kommt im vierten Quartal noch und kostet dann extrem günstige 219 Euro. Das ist auf jeden Fall auch eine Kampfansage. Und auch hier gefällt mir das so ein bisschen keilförmige Design. Damals, manch einer erinnert sich vielleicht, Sony hatte mal eines der ersten Tablets, das hatte auch so ein keilförmiges Design, wurde dafür sehr gelobt. Gefällt mir sehr gut. Ja, also das Arkos Product Lineup in Sachen Smartphones und Tablets. Es gibt aber noch was anderes, das zeigen wir euch in einem anderen Video. Abonniert am besten unseren YouTube-Kanal, da verpasst ihr auch kein Video von der IFA und könnt auch alle Neuheiten, die wir euch in den letzten Tagen vorgestellt haben, nochmal in Ruhe anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das, teilt es mit euren Freunden, lest Curve, da findet ihr auch immer schöne Tageszusammenfassungen hier aus Berlin. Ich bin Amir, bis dann, tschüss. Thank you.